Das heisst, die Ökonomie-Performance wird zusätzlich mit Umweltkriterien und sozialen Kriterien gemischt und angereichert. Das heisst, die sollten auf alle drei Linien Risiko abgefahren werden. Das heisst eigentlich Nachhaltigkeit. Wenig Risiko im Thema Umwelt und Soziales und bei der Performance. Pionierleistung macht natürlich aus, dass wir das Bank Sarrazin schon vor 20 Jahren zu dem Thema gekommen ist. 1989 ist eigentlich bei den Privatbanken nicht alle Privatbanken schon auf das Thema gesetzt, aber dann hat eigentlich Sarrazin schon angefangen und hat dann eigentlich angefangen, ein Team aufzubauen von jetzt 30 Leuten, die sich dem Thema ausschließlich widmen. Also das ist schon eine Pionierleistung. Sarrazin ist stark im Bewerten und Analysieren von nachhaltigen, vom ganzen Ansatz und in der Vermögensverwaltung. Eigentlich der Ansatz von Sarrazin ist nicht ein Nischenprodukt, sondern die Verwaltung von einem Gesamtvermögen. Weil mit dem Risiko, wenn man einem Risikoansatz fährt, mit der Verminderung von Risiken im wirtschaftlichen, ökonomischen, sozialen und Umwelt, kann man eigentlich das gesamte Portfolio machen. Und das ist eigentlich der grosse Unterschied zu anderen Ansätzen, dass es nicht nur themenorientiert ist, auch in den Themen sind wir stark, wie zum Beispiel im Solar und im Wasser, aber eigentlich auch in der Verwaltung des Gesamtvermögens. Das heisst eigentlich anlegen mit verschärften Kriterien, wenn man das so sagen darf. Anlegen, marktkonformes Anlegen, aber ich habe einen anderen Horizont und ich habe noch mehr Kriterien, ich bin härter im Anlegen, ich schaue mehr genauer schauen und viele Sachen nicht anlegen, weil ich sage, nein, das tut entweder die Umwelt oder das tut die Umwelt beeinflussen oder es tut, hat soziale Folgen, die man nicht will in der Zukunft. Und deshalb ist es eigentlich für den Anleger etwas, das längerfristig ist. Performance ist ein wichtiger Teil von dem Ansatz. Es ist nicht so, dass man muss, durch das, dass man auf die Umwelt und auf die sozialen Aspekte schaut, muss mit der Performance zahlen. Das haben eigentlich relativ viele Leute das Gefühl, dass sie müssen Performance Einbußen mitnehmen, wenn sie die zwei Sachen anschauen. Aber wenn man sagt, nein, wir schauen die Performance an und zusätzlich die Kriterien, dann muss man nicht mit dem zahlen. Wir sind einfach marktkonform. Nachhaltigkeitsanlagen passen an sich zu allen Anlegern. Die interessierte Anleger kann im Prinzip sein Gesamtvermögen anlegen in dem, oder wenn er sich speziell für das Wasser oder für Solar interessiert, einfach für das. Es ist eigentlich nicht ein spezieller Anlegertypus. Es ist einfach so, dass die meisten sehr interessiert sind in dem Thema, wo sich dort auch anlegen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob wir extrem vorgeschritten sind oder nicht. Es ist aber einfach interessant zu sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit hier sicher eine stärkere Verankerung hat als in anderen Regionen der Welt. In den letzten 20, 25 Jahren, in dem ganzen deutschsprachigen Gebiet, haben die Leute schon sehr eine grosse Affinität und auch ein Verständnis, weil das ist ja sehr ein differenzierter Ansatz und ein differenziertes Thema. Und wenn man zum Beispiel in Dubai oder in Hongkong das Thema erwähnt, dann haben die Leute das nicht. Die Leute wissen noch nicht, was das heissen kann, Nachhaltigkeit. Sie denken einfach, das sei Langlebigkeit vor allem. Aber das differenzierte Verständnis haben vor allem die Schweizer oder der deutschsprachige Raum. Schützen kann er sich eigentlich nur, indem er sich wirklich ein bisschen interessiert und schaut, was macht das Unternehmen in diesem Thema und wie stark tut es sich auch differenziert in dem. Also die Bank Sarrazin ist schon seit 20 Jahren in diesem Thema und hat wirklich ein ganzes Team von 30 Leuten, die sich ausschließlich mit dem beschäftigen. Und ich denke, dort ist ein grosses Commitment da, wo man sieht, dass es kein Marketing-Gag ist. Man muss sich natürlich auch bei anderen schauen, wie stark, was die machen. Jeder hat einen anderen Ansatz.
es hat natürlich viele Fragen zum Thema und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wo man sich auch auseinandersetzen mit den Beratern von der Bank Sarasin, die auch dort helfen, zu verstehen, was ist denn ein Fonds, wie geht denn das ganz genau, wie geht der Ansatz auch ganz genau, weil um sich vor dem zu schützen, kann man eigentlich nur auch ein bisschen wissen und sich auch dort ein bisschen einlesen. In den Krisenzeiten mit dem Ansatz, wo die Bank Sarasin fährt, ist es natürlich so, dass wenn man marktkonform ist, dann merkt man auch Krisen. Es ist auch nicht so, dass man einfach, dass die nur outperformt in der Krise. Das wäre eigentlich komisch, sonst wäre es ein anderer Ansatz. Das heisst, natürlich merken auch diese Produkte das. Aber sie haben einen langfristigeren Horizont und hoffen, dass sie das auch wieder können zu gewinnen. Die Frauen sind natürlich sind relativ neu als Anlegerinnen. Und die kommen definitiv immer mehr. Es gibt immer mehr Frauen, die selber anlegen, die sich auch sehr stark interessieren für das Thema. Und in Zug von dem sieht man auch, dass sich Frauen stark für Nachhaltigkeit interessieren. Wieso, kann ich Ihnen nicht unbedingt sagen. Das ist vielleicht einfach mit dieser längeren Perspektive. Und mit anderen Wertvorstellungen hat das etwas zu tun, aber die Tatsache ist trotzdem da, dass das sehr, sehr wichtig für die Frauen ist. Wir haben zum Beispiel das Ladies Finance. Das Ladies Finance ist ein Forum, eine Vortragsreihe, die sich ausschließlich an Frauen richtet. Und eine Gruppe von Frauen findet das sehr spannend, gerade in einem kleineren Rahmen, zusammen mit anderen Frauen, wo man auch können lernen kann, wo man sich sozusagen untereinander auch können lernen kann, Frauen mit gleichen Bedürfnissen, so Vortragsreihen zu besuchen. Das deckt eindeutig ein Bedürfnis ab. Wir machen das etwa zwischen 4 bis 6 Mal pro Jahr und es ist immer sehr gut besucht.